Der Fackelträger lief vom Gaiskoglift entlang der Landstraße bis zur Schneebühne bei der Halfpipe am Alpenroser Parkplatz. Dort fand dann auch die Fackelübergabe statt. Zahlreiche anfeuernde Zuschauer entlang der Strecke waren gekommen, um sich dieses einmalige Ereignis anzuschauen. Nachdem das olympische Feuer in Kette eintroffen ist, wie wir jetzt gerade gesehen haben, ich muss einfach sagen, ein erbauendes Gefühl. Es läuft so ein bisschen, der Schauer läuft mir über den Buckel hoch. Einmalig, gewaltig, Traum, muss ich sagen. Möchte man auch ein bisschen Organisatorisches noch weitergeben. Anfangen tut es jetzt am Donnerstag mit den ersten Trainings in der Halfpipe, wo wir die Freestyle-Bewerbe haben. Donnerstag, Freitag Training, Samstag Qualifikation, First Run und Second Run für die Men's und die Women's. Und am Sonntag ist noch das Finale, wo die Männer und die Damen sich noch für die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen platzieren und wo sie noch ihre Bewerbe fahren können. Nächste Woche ist noch wieder eine Weile Ruhe in Kette. Mittwoch, Dienstag, Mittwoch geht es weiter mit dem Training. Grodopus, Crossboarder und Skigross. Und am Freitag und Samstag ist nachher wieder die Wettbewerbe und wir können nachher mit dem Crossboarder und mit dem Skigross erleben die jungen Disziplinen in einer einmaligen Kulisse, darf ich behaupten. Wir haben alles neu angeschafft. Es sind die ganzen Obstacles neu gebaut worden, sind alle hergerichtet worden. Sie sind gebrandet, sie sind gebrieft worden. Ich traue mich zu behaupten, das wird ein einmaliges Erlebnis, das Kette da allen bieten kann. Die Athletinnen und Athleten der zurzeit gefragtesten Trendsportarten werden im Kühtai um olympisches Edelmedaill kämpfen. Ich darf den Kalle recht herzlich begrüßen. Wir sind jetzt hier in Kühtai vor die Olympianlagen. Und wenn man ein halbes Jahr zurückdenkt, dann haben wir praktisch noch gar nicht gewusst, was da überhaupt passieren soll. Und im Sommer ist der Wunsch herangetragen worden, beziehungsweise die Chance an uns herangetragen worden, die Olympiade, also die wichtigsten, die attraktivsten Bewerbe da in Kette durchzuführen. Hat es natürlich keine Rennstrecken gegeben und es ist alles innerhalb allerkürzester Zeit passiert. Und da muss ich einfach sagen, ein ganz großes Vergeltskott an den Landeshauptmann, an den Direktor Wallnefer von der TIWAG, an die PH, also alle, die da mitgewirkt haben, an die Grundeigentümer da natürlich auch und letzten Endes auch an die Bergbahnen mit Willi Mareiler, weil was da passiert ist, das ist einfach gigantisch. Die haben gekannt erst im September, nachdem der Bescheid in Rechtskraft erwachsen ist, anfangen. Und heute glaube ich, dass das für uns eine riesengroße Chance ist, Kühtai in aller Welt bekannt zu machen und ich sage allem dazu, Silz Kühtai. Die ersten Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür und wir haben die ganz große Ehre, in Kühtai ein Austragungsort zu sein. Ganz ein historischer Moment. Auch heute, wir haben den Fackellauf in Kühtai gehabt. Das ist schon ein besonderer Moment, also wenn man in Kühtai die olympische Flamme empfangen darf und im Bewusstsein hat, dass wir Austragungsort der ersten Olympischen Winterspiele sind. Es ist aus Sicht des Tourismus eine ganz, ganz tolle Chance, nicht nur jetzt aktuell, sondern auch für die nachfolgenden Jahre. Wenn man sich das Prädikat umhängen darf, dass man Austragungsort der Olympischen Spiele gewesen ist. Eine große Chance, die wir auch werblich entsprechend nutzen werden. Und wir freuen uns auf zwei ganz tolle, spannende Wochen und hoffen auf ganz viele Besucher hier vor Ort. Also die jungen Athleten haben sich's mehr als verdient. Auch die Bergbahnen, die hier in der Vorbereitung eine ganz große Arbeit geleistet haben. Und wir hoffen auf viele Zuschauer und schöne Bewerbe. Am 14. und 15. Jänner sowie am 19. und 20. Jänner wird es spannend in den Ski-Cross, Snowboard-Halfpipe und Snowboard-Slopestyle-Bewerben im Rahmen der ersten Olympischen Jugendwinterspiele, kurz JOC 2012 genannt. Die Aufwendungen der letzten 14 Tage, 3 Wochen, allein den Schnee zu erzeugen, den dort hinzuschieben, wo man brauchen und die ganzen Anlagen und Sportstätten herzurichten, wo nicht ganz ohne. Ich möchte auch da meiner Mannschaft, speziell den Mitarbeitern der Bergbahnen, wirklich vergeltskott sagen. Ich glaube, der Einsatz ist sensationell. Wenn es schauen könnt, seht es an dem, was das Ergebnis ist. Darf ich alle noch recht herzlich dazu einladen. Super Spiele, ersten Jugend-Olympiaspiele in Kühtai. Wenn das Wetter so ist, wie es heute hergesagt, wenn das der Vorboten ist, dann glaube ich, wird es eine traumhafte Sache. Ein besonderes Erlebnis ist für mich, dass ich die olympische Fackel in Empfang nehmen durfte. Und da gehen für mich schon besondere Emotionen los. Immerhin bin ich in Olympia gewesen, also in Griechenland, im Heim von Olympia und auch im alten Olympiastadion, in dem das olympische Feuer entzündet worden ist und dann im Wege einer Staffel nach Tirol gekommen ist.
Wir haben jetzt hier eine Fackel und die wird bei uns im Gemeinderat natürlich auch gehalten und die Widmung dazu. Also jeder, der da Interesse hat, der kann das noch, ich hoffe, auf ewige Zeiten Silz im Gemeinderat sehen, dass Silz einmal olympisch war, werden sie später einmal sagen. Jetzt haben wir es ja noch. Abspielen tut sich das Ganze am Alpenrosenhang, das heißt beim Alpenrosen-Schlepplift. Wenn man auch schaut, den Lift entlang links ist die Skigross-Strecke, rechts davon ist die Halfpipe und auf der Piste 13 ist die Bodergross-Strecke. Alle anderen Anlagen in Kieta sind selbstverständlich offen, alle Pisten zum Skifahren laden ein, wie gewohnt, und haben wegen der Olympiade keine Sperren oder Behinderungen, sondern es geht alles seinen gewohnten Gang.